Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz 58. Um diese beiden Messer soll es heute gehen. Einmal das S1 von Völkniven und einmal das Bushcrafter von Kevin Wilkins. Ich werde ein bisschen batonen, ein bisschen schnitzen und werde die beiden Messer mal vergleichen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal anfangen. Beim Batonen war es wohl so, dass die Spaltwirkung beim S1 durch den balligen Anschliff und die etwas dickere Klinge die Spaltwirkung ein klein wenig größer ist. Aber beide haben das mit Bravour gelöst. Das war sehr hartes, trockenes Eichenholz. Jetzt werden wir mal noch an einem Stock versuchen, ein bisschen zu schnitzen. Und da werde ich auch wieder mit dem S1 anfangen. Das war jetzt grünes Weißbuchenholz. Da tun sich beide schwer. Es geht zwar, aber sie tun sich beide schwer. Ich werde jetzt noch ein Stück Weißbuche zerhacken, batonen und jo.
So, das war mal ein Test. Beim Batonen tun sich beide leicht. Beim Schnitzen wird das schon etwas schwieriger. Da hat das S1 einen kleinen Vorsprung. Die Klingengeometrie beim Wilkins hat einen Flachschliff, aber eine kleine Sekundärphase, und die stört effektiv beim Schnitzen. Jo Leute, das wäre es an sich gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.